Arthur für Munich MMA. Heute sage ich dir drei Möglichkeiten, mit dem Lapel den Kampf zu beenden. Okay, dann ich bin hier in Zeitkontrolle. Ich habe hier seinen Arm hier isoliert mit meinem Knie und ich habe hier seinen Kopf hier kontrolliert und ich habe hier Underhook. Ich mache hier einen kleinen Crossface, denn es ist ein bisschen unangenehm hier für meinen Partner. Und jetzt, ich bleibe immer noch mit meinem Crossface und ich mache sein Lapel hier auf. Ich übergebe hier den Lapel ganz komplett. Ich mache hier eine Sache und ich wechsle hier meinen Griff. Und jetzt, ich mache hier Neobelly. Ich bringe hier mein Schienbein hier auf seinen Bauch und hier mein Fuß hier auf den Boden. Und mein Knie ist nach oben, denn ich habe hier eine gute Basis. Jetzt, ich will hier meinen Griff hier wechseln, hier so. Ich will so tief, wie ich kann greifen und mit meiner Handflasche nach oben. Ich mache hier diesen Griff, hier so. Dann hier übergebe ich hier die Lapel. Und jetzt dieser Arm hier, der frei ist, greift hier seinen Shooter. Und ich bringe hier meinen Kopf hier auf den Boden, denn ich habe eine gute Basis. Ich habe hier mein Knie hier von Basis, mein Fuß und mein Kopf. Dann ich mache hier so. Ganz wichtig, ich mache meinen Ellbogen nicht hier auf, aber zu. Ich bringe hier meinen Ellbogen an seine Brust. Dann hier so, Kopf auf dem Boden und ganz, ich drücke. Dann die zweite Möglichkeit, ich bin hier in die gleiche Position, ich habe hier die Lapel schon übergegeben und ich kann nicht mehr hier choke, weil er hat hier mein Ellbogen kontrolliert. Ich kann nicht hier, es ist nicht mehr stark. Dann was mache ich jetzt? Ich greife hier sein Ellbogen und ich bringe seinen Arm hier über meinen Arm. Aber ganz wichtig, ich will seinen Körper ein bisschen seitlich bringen. Denn ich mache einen Schritt nach hinten. Ich mache hier so. Okay, denn ich habe hier seine Schulter hier kontrolliert. Ich kann hier die gleiche Lapel hier greifen, eben zu. Und jetzt, ich kann so wie einen kleinen Sprung hier machen. Ich mache hier so. Und ich benutze immer noch mein Knochen. Ich mache so wie einen kleinen Motorrad. Einfach hier so. Und schon. Und jetzt, die letzte Möglichkeit, dass ich habe. Ich habe hier schon die Lapel hier übergegeben. Ich habe hier Neonbelly. Aber jetzt konnte ich nicht mehr hier mein Griff hier wechseln, weil er blockiert hier meinen Arm. Es ist ganz wichtig, jetzt mein Griff, es ist ein bisschen hier locker, denn ich habe Platz für meinen zweiten Griff. Und jetzt greife ich hier die Lapel unter seinen Arm, hier so, mit meiner Handflasche nach oben, hier so. Und jetzt machen wir Baseball-Choke. Ich bringe jetzt hier mein Knie, ich überkreuze hier über seinen Arm, kontrolliert hier seinen Arm und mein Kopf kommt auf die andere Seite von seiner Hüfte. Ich mache hier so. Wenn ich nicht seine Hüfte kontrolliert, er kann immer noch drehen. Und ich will seine Hüfte hier kontrollieren, wenn ich den besten Schock. Ich mache hier so und ich bringe meinen Unterarm und seinen Hals. Diesen Schock. Wenn dir das Video gefallen hat, checkt gerne mein Video von der Close Guard aus. Und nächstes Mal zeige ich dir, wie du reagieren kannst, wenn du die Lapel nicht übergeben kannst.